vermute hier gerade jederzeit mein Schiff da. Sehr gut. Hier gibt es noch was Wichtiges. Timestamp. Nein. Nein. Das ist der Trailer. Oder vielleicht auch nur das Intro. Zu diesem katastrophalen Drehbuch. Ach du Scheiße. Lass bitte nicht... Nein. Okay, was? Eine kurze Mail. Glück gehabt. Hey Sophia, Sie haben mir noch nicht wegen meines Drehbuchs geantwortet. Ich weiß, dass Sie Ihre Arbeit auf Trab hält, aber das wird richtig fett. Also lassen Sie uns das mal in die Wege leiten, ja? Ich weiß, dass mein Drehbuch ein monstermäßiger Erfolg wird, weshalb ich gerade eine Hypothek auf mein Haus aufgenommen habe, damit ich es verwirklichen kann. Es ist mein Traum und ich werde meinem Traum folgen. Und sobald die Kickstarter-Kampagne anläuft, kommt richtig Asche rein, also kein Problem wegen der Hypothek. Ich habe für die Kampagne schon einen Trailer erstellt. Schauen Sie ihn sich mal an. Ich werde der Hauptdarsteller sein, aber für Sie hätte ich auch eine richtig coole Rolle. Sie wären perfekt. Außerdem brauche ich, wie gesagt, schnellstens Feedback zu dieser Forschungssache. Bitte melden Sie sich ASAP. So, was haben wir hier? Sie haben hier eine Zeitmaschine? Verdammt! Hierher haben Sie also den Kern aus der Universität gebracht. Das ist Pauls Maschine. Muss wohl im Dachgeschoss sein. Überzeuge dich persönlich davon, dass die CFR-Kammer gesichert ist. Aha. So, was haben wir hier? Sir, ich weiß, dass Sie diese E-Mail erst lesen können, wenn Sie wieder im HQ sind, aber ich habe mir immer und immer wieder den Kopf über diese Angelegenheit zerbrochen und ich sehe keine andere Möglichkeit, als Sie darüber zu informieren, was ich getan habe. Ich habe den Anomalieschutz des Gebäudes deaktiviert, ich habe Zugang für Wartungsarbeiten und ich habe es ausgenutzt. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich es nur unter Zwang getan habe. Philip Royals hat mir keine Wahl gelassen. Er bedrohte meine Familie und ich wusste keinen anderen Ausweg. Ich weiß immer noch keinen anderen Ausweg. Ich weiß, dass ich da draußen Shifter herumtreiben, der Anomalieschutz ist deaktiviert und ich habe keinen Kronon-Schutzanzug, also bin ich im Prinzip sicher. Die Shifter existieren nur in Anomalien und wenn es zu einer dieser Anomalien kommt, werde ich in der Zeit eingefroren, so wie der Rest der Welt. Also ganz gleich, was während der Anomalie geschieht, ich bin sicher, abgesehen von Unfällen, die die Zeit desynchronisieren. Das bedeutet jedoch, dass ich in einem Augenblick hier bin und im nächsten zwei tote Striker neben mir liegen, weil ich sie getötet habe, meine Kleidung getränkt in ihrem Blut. Und ich habe keine Erklärung dafür. Sie liegen hier direkt vor mir, während ich diese Nachricht in mein Handy eingebe. Ich kann das Blut riechen und Ozon, glaube ich. Und Rauch. Und ihre Anzüge knistern vor Funken. Sie wären noch am Leben, wenn ich nicht... Es tut mir leid. Ich glaube, ich hyperventiliere. Ich weiß nicht, ob ich das noch lange aushalte. Ich weiß nicht, warum Hedge wollte, dass dies geschieht. Aber er wollte es. Ich glaube, er will aus irgendeinem Grund den CFR an sich bringen. Sie dürfen diesem Arschloch nicht vertrauen, Sir. Ich weiß, dass Sie vor kurzem jetzt, dass Sie kurz vor Ihrem Ziel stehen, aber es ist personifizierte Böse. Es tut mir so leid, Sir. Ich versuche nicht, mich herauszureden. Ich weiß, dass ich versagt habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich habe Ihren Tatendrang und Ihr Engagement immer bewundert. Sie haben ja keine Ahnung. Ich bin aber nicht so. Ich bin nur ein einfacher Ingenieur. Das ist einfach alles zu viel für mich. Wenn Sie zurückkommen und alles wieder in Ordnung bringen, kümmern Sie sich bitte um meine Familie. Sie hatten mit all dem hier nichts zu tun. Bernard Riker, leitender Kronon-Techniker. Ist hier quasi der andere Weg? Ja. Hier ist noch irgendwo Kronon-Quelle. Quelle müsste eigentlich genau hier sein. Wahrscheinlich auf der anderen Seite.
Meine wackelt noch. War das Hedge? Es sah echt danach aus. Der Zug. An das gesamte Personal. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Es besteht eine mögliche Bedrohung. Halten Sie sich von den unteren Ebenen fern. Wie es scheint, ist ein Zug ins Gebäude gerast. Die Situation ist unter Kontrolle. Das gesamte Personal sollte in den sicheren Bereichen bleiben. Es befinden sich Eindringlinge im Gebäude. Bleiben Sie in den gesicherten Bereichen. Noch eine Tür, bei der ich Hilfe brauche. Du bist bei Serenes Büro. Gut. Nur einen Moment, die ist etwas schwierig. Serene hatte Zugang zu der CFR-Kammer. Und da steht ein ziemlich gefährlicher Typ Wache. Ich hab's. Sei vorsichtig, okay? Alles klärchen. Also Paul war schon verschwunden. Die Quelle dran. Aber er hatte genau das zurückgelassen, was ich brauchte. So, neue Notiz. Was haben wir hier so? Alter. Dann wollen wir mal. Ich habe für dich diese Nachricht hier zurückgelassen, damit du eine informierte Entscheidung treffen kannst, wenn die Zeit gekommen ist und ich dich darum bitte. Ich habe keine Geheimnisse und die einzigen Dinge, die ich weglasse, sind diejenigen, die du in deinem derzeitigen limitierten Zustand nicht verstehen würdest, egal wie sehr du dich anstrengen würdest. Ich habe denselben Weg beschritten, auf dem du dich jetzt befindest, einst aus deiner Perspektive vor einer langen Zeit, wenngleich Zeit nicht mehr dieselbe Bedeutung für mich hat, kam auch ich in die Berührung mit einer Zeitmaschine. In meinem Fall war es keine von Menschen gebaute Zeitmaschine, sondern eine natürliche in einer Höhle. Die Existenz solcher Zeitmaschinen dürfte keine Überraschung sein, wenn man berücksichtigt, dass auch Naturreaktoren existieren, sowie die nun von erloschenen Reaktoren im afrikanischen Oklo. Schließlich hat das Maya-Joyce-Feld einige Unregelmäßigkeiten. Auch ich wurde Chronon aktiviert. Auch ich entwickelte eine Chronose. Eine Chrononose. Aha. Und mit der Zeit verlor auch ich die Kontrolle und wurde zu einem Schiff. Da wurde gleichzeitig alles und nichts, war überall und nirgends, starb endlose Tode und war immer noch am Leben. Meine eigene Wahrscheinlichkeit, jede Möglichkeit gleichzeitig eintreffend. Ich habe mein Ehrenwort gegeben, dass ich nicht lügen werde und deshalb sage ich dir dies. Der Lärm, der Schmerz und der Zorn waren mehr, als jemand ertragen konnte, ohne verrückt zu werden. Ich war eine lange Zeit in diesem Feuer gefangen. In diesem endlosen Albtraum gab es kurze Momente des Bewusstseins, andere Versionen von wichtigen Augenblicken in meinem Leben, die ich immer und immer wieder erlebte. Ich versuchte, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es war wie ein Puzzle. Immer und immer wieder versuchte ich es. Ich bin davon überzeugt, dass mich die Anomalien und das Ende der Zeit gerettet haben. Denn dies waren die einzigen Orte, die einzigen Zeiten, wo ich kurz innehalten, mich ausruhen und langsam wieder meine Kontrolle und Konzentration finden und letzten Endes dieses Zustand beherrschen konnte. Ich konnte mich nicht von ihm befreien, nicht von ihm geheilt werden, nicht zu dem zurückkehren, was ich vorher war, denn dieses vorher existiert nicht, aber ich konnte lernen, an einem Ort und an allen Orten gleichzeitig zu sein. Meine Wahrnehmung hat sich verändert, wie jemand, der eine optische Täuschung gesehen und verstanden hat, dass das Bild gleichzeitig ein junges Mädchen und eine alte Frau darstellt. Sobald man sie beide gleichzeitig gesehen hat, ist es unmöglich, sie nicht mehr zu sehen. Wir sind solche limitierte Wesen. Wir spielen mit nur einer Figur, auf lediglich einem Feld, eines endlosen Schachbretts, mit nur einem Leben, mit nur einer Lebenszeit, in einem unendlichen Universum der Möglichkeiten. Bin ich eine Ausnahmeerscheinung, der einzige Mensch, der es jemals auf die andere Seite geschafft hat? Oder ist es dies einfach nur ein kurzer Traum eines Schifters, bevor eine Anomalie kollabiert? Es gibt noch andere Schifter, dich, deinen besten Freund, der nun dein Todfeind ist, Dr. Kim. Und noch andere, die du zum Teil kennst. Es ist nicht wichtig, wer sie sind, denn sie existieren nicht mehr. Und wenn sie diese neue Bewusstseinsebene erreichen, falls sie sie jemals erreichen, dann werden sie nicht mehr die sein, die sie einst waren, so wie ich nicht mehr der bin, der ich einst war. Ich habe alles getan, damit ihr alle diesen Zustand erreicht. Wenn die Zeit ein Meer mit einer zugefrorenen Oberfläche ist, dann sind die Anomalien und das Ende der Zeit Löcher in diesem Eis. Stellen, an denen man Luft holen kann. Ich habe einen Plan, ich habe ihn schon in die Wege geleitet, aber es wäre zwecklos, ihn dir zu erklären, so als würde man versuchen, jemanden, der nur eine Dimension sehen kann, die Existenz von drei Dimensionen zu erklären. Aber begehe nicht den Fehler zu denken, dass ich auf dich herabsehe. Ich strebe nach Demut, selbst während ich diese Welt von einem Zustand in den nächsten bewege. Ich werde es möglich machen. Ich stehe in der Mitte, ich sehe mich selbst nicht als ein Tor an. Ich bleibe bescheiden, ich bin etwas Kleineres, eine Luke.
Ich glaube, dass das Zukunfts-Ich-Gedöns von Paul Serene sein könnte. Wir haben eine Mission. Bereiten Sie den Heli vor. Wir sind in 15 Minuten bereit zum Abheben. Was benötigen Sie? Taktische Vollausstattung. Und wir werden ein Technikteam für die Demontage brauchen. Ich werde Sie unterwegs einweisen. Verstanden. Ich wünsche eine gute Jagd, Sir. Aha. So, Serenes Büro, da müssen wir dran. Verdammt. Leck mich. Keine Spielchen mehr. Ich will, was mir gehört. Ja, natürlich. Der CFR. Wenn du nur verstehen würdest, wie viel von ihm abhängt, würdest du ihn hier lassen. Aber ich weiß, es ist dir egal. Das stimmt. So ist es. Und du kannst mich nicht aufhalten. Ja. Ja, alles wird so kommen, wie es kommen muss. Wir sehen uns bald wieder, Jack. Oh. Kannst du nicht mehr nach deiner Pfeife, du verrückter Bastard. Zwischen den Anomalien lagen nur einige Minuten. Die Gegenmaßnahme war Pauls Preis. Alles, was er erschaffen hatte, basierte auf Wills Erfindung. Sein Plan beruhte auf ihr. Klar habe ich mich darauf gefreut, sie ihm wegzunehmen. Was haben wir denn hier noch? Eine Mail an Clarice. An Clarice Ogawa, mit der wir hier die ganze Zeit sprechen zwischendurch. So, Clarice, wie du weißt, muss ich mich auf eine Mission begeben, also werde ich mich kurz fassen. Ich habe Martins Einwände ignoriert und das Rettungsbootprotokoll aktiviert. Wenn ich in Betracht ziehe, was seither geschehen ist, bin ich sehr froh darüber. Ich weiß nicht genau, was Martins Beweggründe sind, aber es ist offensichtlich, dass er gegen mich und gegen den gesamten Überlebensplan arbeitet. Ich weiß, dass du eng mit ihm zusammengearbeitet hast und dass es ein Schock für dich sein muss. Darüber hinaus ist es besorgniserregend, dass Martin ein ganzes Security-Team ausgeschaltet hat, um einer Gefangennahme zu entgehen. Für einen unbewaffneten Mann, der angeblich keine Kampfausbildung genossen hat, sollte das eigentlich nicht möglich sein. Das sind natürlich äußerst beunruhigende Neuigkeiten. Ich weiß nicht, ob er Hilfe hatte oder ob Martin zu mehr imstande ist, als wir vermuten, aber er hatte lange Zeit völlige Handlungsfreiheit in diesem Unternehmen und er ist extrem einfallsreich und überzeugend. Ich weiß im Moment nicht, wem ich vertrauen kann. Aber ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ich vertraue darauf, dass du dich in meiner Abwesenheit um alles kümmerst und dafür sorgst, dass der Anomalieschutz aufrechterhalten wird. Vor allem würde ich sehr zu schätzen wissen, wenn du dafür sorgen könntest, dass Dr. Merrill auf dem Rettungsboot sicher ist. Sie hat in den vergangenen 24 Stunden eine Menge durchgemacht und es hat dennoch mit wichtigen Informationen zu uns zurückgeschafft. Vielen Dank für deine loyalen Dienste, Clarice. Ich habe sie immer sehr geschätzt. Paul. Fast alle Handlungsobjekte. Nah dran. Nur eines von Serenes Medikamenten hatte die Explosion überstanden. Seine Zeit lief ab. Und nicht nur seine. Was haben wir hier? Oh nö, eine lange Mail. Oh Mann, oh. Dann wollen wir mal. So, Paul, wir sind nun fertig mit den Plänen für die Beschaffung und den Transport des Zeitmaschinenkerns und vom Unilabor. Deine Anweisungen sind unmissverständlich. Wir werden erst dann in das Labor gehen, wenn dein jüngeres Ich die Maschine betreten hat und die Männer werden versuchen, beide Joyces lebendig gefangen zu nehmen. Sie wissen, dass ganz besonders Jack Joyce eine Bedrohung darstellen könnte und dass beide unter keinen Umständen entkommen dürfen. Die ganze Angelegenheit bereitet mir noch immer Unbehagen, Paul. Ich verstehe deine Argumentation und ich weiß, dass viel auf dem Spiel steht, aber ich will nicht, dass jemand verletzt wird. Es widerspricht meiner Ethik als Wissenschaftlerin und ich wünschte, du würdest alles noch einmal überdenken. Es muss doch einen besseren Weg geben. Abgesehen von den moralischen Verfehlungen wäre der Verlust von Dr. Joyces Know-how allein ein herber Schlag. Wenn alles reibungslos verläuft, werden wir den Kern auf dem Straßenweg direkt ins Monarch-Gebäude bringen. Wenn es Probleme geben sollte und die Gefahr besteht, dass der Transport aufgedeckt wird,
werden wir den Kern stattdessen zu unseren Anlagen an den Trockendocks fliegen und ihn anschließend auf diskrete Weise zum Hauptquartier bringen. Der Bau des neuen Zeitmaschinenrahmens auf der obersten Ebene des Monarch-Gebäudes wurde letztes Jahr abgeschlossen. Sobald wir den Kern haben, wird er auf deine Anordnung hin in die Zeitmaschine eingebaut. Ich weiß, dass du sie nicht benutzen willst, aber selbst mit den Einschränkungen, die uns durch die Natur von Zeitreisen auferlegt werden, muss ich sagen, dass es eine riesige Verschwendung zu sein scheint, von einem solchen Hilfsmittel keine Gebrauch zu machen, sowohl aus strategischer als auch aus wissenschaftlicher Sicht. Dr. Emeril, was haben wir als Antwort? Wahrscheinlich sehr kurz die Antwort, doch nicht. So, Sophia, ich verstehe, was du meinst, aber dies ist etwas, was ich nicht auf die leichte Schulter nehme. Nach meinen Erfahrungen verkomplizieren Zeitreisen alles nur. Meine eigene Reise durch die Zeit hat uns zwei großartige Gelegenheiten beschert, sie hat mich aber auch diesen Weg einschlagen lassen. Ich will die Kontrolle, nicht einfach nur ein Passagier sein. Abgesehen davon will ich die Zeitmaschine für Notfälle nutzen können. Ich werde bald nicht mehr wissen, was in der Zukunft geschehen wird, und es könnte sich als nützlich erweisen, über die Option zu verfügen, weitere genaue Informationen über die Zukunft zu beschaffen. Da man lediglich bis zur aktivierenden Zeitmaschine in der Uni zurückreisen könnte, wären Reisen in die Vergangenheit ziemlich unnütz. Sorge außerdem dafür, dass die Zeitmaschine jederzeit schwer bewacht wird. Niemand außer mir darf die Maschine bedienen und der Korridor soll unausgerichtet bleiben, bis ich anderslautende Anweisungen gebe. Was die Joyce-Brüder betrifft, falls möglich werde ich William die Gelegenheit bieten, sich uns anzuschließen, aber ich kenne ihn. Er ist sehr dickköpfig und labil und ich weiß nicht, ob wir ihm jemals vertrauen könnten. Ich brauche dich nicht daran zu erinnern, dass er in diesem lächerlichen kleinen Labor mit sehr begrenzten Mitteln eine Technologie entwickelt hat, welche die an Ground Zero vorherrschenden physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt und meine Chronose verursacht hat. Ich habe nicht vor, ihm die Chance zu geben, uns zu zeigen, wozu er in der Lage wäre, wenn er uns zu seinem Ziel machen würde. Wenn ich dann noch an meine Vision denke, es existieren einige sentimentale Gründe dafür, dass ich wünschte, ich könnte William am Leben lassen, aber ich denke, er wird es uns unmöglich machen. Was Jack betrifft, um ihn mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Ich habe lange gebraucht, um meine Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, also sollte Jack kein großes Problem darstellen, es sei denn, er schafft es, Anomalien zu nutzen, um zu fliehen. Glücklicherweise sollten Anomalien in der Frühphase des Risses sehr selten auftreten, aber ich habe zu viel erreicht, um irgendwelche Risiken einzugehen. Ich würde es vorziehen, ihn lebendig gefangen zu nehmen, aber sollte dieses Vorhaben unseren Plan aufs Spiel setzen, dann muss er eben sterben. Es tut mir leid, dass ich dich in so etwas hineinziehe. Ich weiß, mit so etwas wolltest du nie etwas zu tun haben und wie ich es bereits sagte, ich erwarte nicht von dir, dass du auf irgendeine Weise persönlich an diesem Teil der Operation teilnimmst. Mir gefällt dieser Teil auch nicht besonders und ich wünschte, mir stünden bessere Optionen zur Verfügung, aber die Umstände lassen sich nicht ändern und ich habe zu viel erreicht, um jetzt nicht entschlossen vorzugehen. Ich hoffe, du verstehst das. Ich scroll mal wieder ein Stück hoch. So, dann noch... zwei Antworten. Paul. Selbstverständlich, es tut mir leid, ich hatte nicht beabsichtigt, dir noch mehr Sorgen zu bereiten und ich weiß, dass es sich hierbei um schwierige Entscheidungen handelt. Du kannst dich auf uns verlassen, alles verläuft nach Plan. Mir ist bewusst, dass du überaus beschäftigt bist, nun da es fast soweit ist, aber ich hatte gehofft, dass du Zeit hast zu Abendessen. Dr. Emeril. Sophia, bitte bring mich auf den neuesten Stand in Sachen Standortwechsel des Zeitmaschinenkerns. Wie weit sind wir? Danke. So, Paul, mach dir keine Sorgen, wir halten den Zeitplan ein. Dein Zeitmaschinenkern wurde von der Uni ins HQ gebracht und wird derzeit in den neuen Zeitmaschinenrahmen eingesetzt, den wir für ihn gebaut haben. Du wirst von der CFR-Kammer aus Zugang auf ihn haben, wie gewünscht. Und nein, bevor du fragst, man gelangt von der Zeitmaschine nicht zur CFR-Kammer. Dieser Lift kann nur in der Kammer selbst aktiviert werden. Also gelangt niemand, der an der Zeitmaschine arbeitet, zum CFR. Ich habe mir gedacht, du würdest dieses Plus an Sicherheit zu schätzen wissen. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass der CFR sicher ist. Wie auch immer, ich weiß, dass du eigentlich gar nicht beabsichtigst, die Zeitmaschine zu benutzen, aber sollte dies jemals der Fall sein, müssen wir nur den Korridor ausrichten. Die Installation ist abgeschlossen, aber wir müssen noch einige Diagnosen durchführen. Techniker sollten vor Ende der Gala damit fertig sein. Okay. Haben wir auch wieder einiges Neues erfahren hier. Wo ist jetzt hier die... Muss unter uns sein dann noch. Paul hat Monarch lange Zeit im Geheimen geleitet. Das hat wahrscheinlich bei dieser ganzen Realitätsverlustsache nicht geholfen.
Überlegung zum Ende. Ich wünsche meine Erinnerung an das Ende der Zeit wäre klarer, aber es war nicht gerade die nachvollziehbarste Zeit meines Lebens. Und die Welt war ein einziges eingefrorenes Durcheinander aus verschiedenen Zeitsträngen, die aufeinander prallten. Ich bin die ganze Zeit um mein Leben gerannt, um den Shiftern nicht zu begegnen. Nicht gerade ein idealer Seelenzustand, um Informationen zu sammeln. Und es war auch nicht gerade von Vorteil, dass sie mich jagte und mich umbringen wollte. Beth Wilder, eine meiner eigenen Leute. Die ganze Zeit über war sie es. Selbst als ich am Ende der Zeit gefangen war, als ich kaum verstand, was vor sich ging, selbst dann wusste ich, dass sie nicht wie ich war. Sie verfügte nicht über meine Kräfte. Ich wusste, dass sie irgendeine Technologie hatte, die sie in dieser zeitlosen Hölle am Leben hielt. Selbstverständlich hätte ich keine Ahnung, dass es eine Technologie war, die irgendwann von meinen Leuten entwickelt werden würde. Ich denke, ich sollte die Ironie zu schätzen wissen, dass ihr Kronon-Schutzanzug mein eigener Kronon-Schutzanzug war, der mich auf die Idee für das Rettungsboot-Protokoll brachte. Die Idee, dass die Menschheit mithilfe unserer Technologie das Ende der Zeit überleben könnte. Ich muss ihr wohl dafür danken. Und letzten Endes hat sie für ihre Sünden bezahlt. Aber sie hat ihre Spur bei mir hinterlassen. Ich weiß, dass es schon sehr bald an der Zeit ist, dass auch ich für meine Sünden bezahlen muss. Aber noch ist es nicht so weit. Damals, als Wilder und ich am Ende der Zeit unser Katz-und-Maus-Spiel spielten, wären die Dinge zwischen uns völlig anders verlaufen, wenn ich meine Kräfte auch nur im geringsten unter Kontrolle gehabt hätte. Sie war stark und gut ausgebildet und ich war jung, schwach und verängstigt. Trotzdem war ich durch meine Kräfte im Vorteil. Ich hatte Glück, dass sie keine komplette Striker-Ausrüstung hatte. Sie hatte die Oberhand. Erst viel später lernte ich, meine Fähigkeiten richtig zu kontrollieren. Damals waren sie unberechenbar und ich musste meinem Instinkt folgen. Es war nicht einfach, die Kontrolle über sie zu erlangen. So hinter einem Grund habe ich das Gefühl, dass dies nicht auf Jack zutrifft. Er macht rasend schnell Fortschritte. Ist das so, weil er schon immer so gewesen ist? Einfallsreich, kühn und anpassungsfähig? Oder hat der Riss auch Auswirkungen auf ihn? Ich dachte, wir könnten ihn kontrollieren. Das ist uns teuer zu stehen gekommen. Diesen Fehler werde ich nicht noch einmal begehen. So, 3 von 4 Infoobjekten. Wir gehen nochmal eben kurz nach unten. Da gibt es noch ein bisschen was zu gucken. "17 Jahre, die er zweimal durchlebt hat. Alles aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Er wusste, zu welchen Morgtrends es kommen würde. Er verfügte über das Wissen, ein Vermögen zu machen. Und das tat er dann auch." Alter Vater, nicht schlecht. "Paul sah, was uns erwartete. Er zerbrach daran. Er weigerte sich daran zu glauben, dass es geändert werden könnte. Und er entledigte sich derer, die ihn vom Gegenteil hätten überzeugen können." Oh, schon wieder so eine lange Mail. Ja, oh. Manchmal geht mir das Lesen selbst auf den Sack. "Paul Martin, ich weiß, dass ihr beide der Meinung seid, dass die Forschungsabteilung für Quantenwellenkausalität großes Potenzial hat und dass wir sie weiterhin finanziell unterstützen sollten. Ich muss euch jedoch nochmals darum bitten, eure Meinung zu ändern. Ich behaupte nicht, dass die Technologie wirklich beeindruckend ist. Die Tatsache, dass Dr. Morphin und Dr. Rangers praktisch in der Lage sind, die Konsequenzen zu verfolgen, die aus minimalen Veränderungen im Meyer-Joyce-Feld resultieren, ist unglaublich und die riesige Menge an Informationen, die sie erhalten, ist verblüffend. Aber sie beschäftigen sich damit jetzt seit 2 Jahren und sie haben noch nicht ein einziges nützliches Ergebnis vorgelegt. Ja, wir können tatsächlich stattgefundene Ereignisse von ihrem winzigen Anfangspunkt aus zu den dazugehörigen Konsequenzen verfolgen, was absolut im Einklang mit der Chaos-Theorie steht. Aber nun ja, was bringt uns das? Jede Kleinigkeit, die in diesem Universum geschieht, ist das Ergebnis einer solchen Kette von Ereignissen. In der Lage zu sein, diese Kette zu sehen, liefert überhaupt keine Erkenntnisse, weil der Vorgang in sich auf völliger Zufälligkeit basiert. Darüber hinaus ist es absolut irreführend. Man könnte behaupten, dass mich irgendein unbedeutendes Ereignis am Vortag oder eine unwesentliche Entscheidung, die ich gestern getroffen habe, dazu veranlasst, diese E-Mail zu schreiben. Das kann zwar stimmen, aber dies trifft auch auf Ereignisse oder Entscheidungen zu, die 15 Jahre zurückliegen. Es ist alles eine Kette. Das gestrige Ereignis hat nicht in einem Vakuum stattgefunden. Es ist nicht einfach so aus dem Nichts entstanden. Warum das also alles so weiter erforschen?
Wir haben darüber keine Kontrolle, wir können nichts lenken und nützliche Informationen erhalten wir dadurch auch nicht. Habt ihr außerdem ihre Berichte gesehen? Aus technologischer Sicht ist die Automatisierung ihrer Analysen der Fluktuationssignaturen im Meyer-Joyce-Feld beeindruckend, aber auch das ist alles bedeutungsloses Geschwätz ohne praktische Anwendungsmöglichkeiten. Und ihre persönlichen Anmerkungen zu den Berichten sind noch schlimmer. Bei allen Anerkennungen für Ron und Terry sowie für ihr unbestreitbares technisches Know-how, ich habe keine Ahnung, was sie da tun und ich glaube, sie wissen es selbst nicht. Für mich sehen ihre Ergebnisse wie Zufälle aus. Obiges umreißt in groben Zügen mein Bedenken bezüglich der Sinnlosigkeit des gesamten Verfahrens und ich vermute, dass es nicht ausreicht, um euch umzustimmen. Aber ich habe noch einen letzten Punkt, den ihr meiner Meinung nach sehr genau berücksichtigen solltet. Das gesamte Programm ist eine unverzeihliche Verschwendung von Monarchs Ressourcen. Ich meine damit kein Geld, obgleich uns die Forschungsabteilung für Quantenwellenkausalität Abermillionen Dollar kostet, aber das ist nicht wirklich wichtig. Ich weiß, dass wir uns das leisten können. Es gibt jedoch eine wichtige Ressource, die sie aufbrauchen. Jedes Mal, wenn sie Equipment benutzen, um das Meyer-Joyce-Feld zu erforschen, verbrauchen sie eine riesige Menge an Kronenpartikeln. Hierbei handelt es sich um endliche Ressourcen und wie ihr wisst, gehen unsere Prognosen davon aus, dass unsere Gewinnung am Ground Zero drastisch einbrechen wird, wenn der Riss auftritt, was schon sehr bald geschehen wird. Vielleicht versteht ihr nicht, was das wirklich bedeutet, also lasst es mich euch aus ganz praktischer Sicht erklären. Jedes einzelne Mal, wenn sie eine Quantenwelle entdecken und analysieren, kostet uns das eine Woche potenzieller Rettungsbootlaufzeit mindestens. Okay. Angesichts Monarchs Hauptziel und in Anbetracht des absoluten Nichtvorhandenseins nützlicher Ergebnisse bin ich der Ansicht, dass dies ein Luxus ist, den wir uns nicht leisten können. Ich empfehle, Ihr Projekt unverzüglich einzustellen oder aber spätestens während unserer nächsten Umstrukturierung. Wir können Ihre Ressourcen nützlicheren Projekten zuteilen und Runs und Terrys Know-how bei der Entwicklung des Rettungsboots gebrauchen. Ich bin mir sicher, dass Sie dort angesichts Ihrer Erfahrung auf dem Gebiet der Chronotechnologie nicht fehl am Platz wären. Aha. Das gefällt mir nicht. Uns fehlen einfach noch hier Handlungsobjekte. Zu viele. Wo ist denn jetzt diese verdammte Anomalie? Quelle, Kronenquelle. Wer zum Teufel? Paul war ein sehr mächtiger Mann. Der Kopf eines Imperiums. Aber hinter dem Schleier war er ein sterbender Mann. Es gab deutliche Anzeichen dafür. Dr. Emerald war der einzige Grund, warum Paul noch am Leben war. Aber ihren Unterhaltungen zufolge war ihre Beziehung nicht nur beruflicher Natur. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir wussten, dass es zu dem Riss kommen würde. Stellte sich sehr schnell heraus, dass alles sehr viel schneller geschehen würde, als Pauls Prognosen seine Erfahrungen vermuten ließen. Allein das war besorgniserregend, aber es gab noch ein weiteres Problem. Der Riss scheint sich negativ auf Pauls Zustand auszuwirken, es geht ihm immer schlechter und schlechter. Beide Probleme stehe ich völlig hilflos gegenüber. Ich hatte noch keine Gelegenheit, Paul genauer zu untersuchen und selbstverständlich würde er sich im Moment keinen langwierigen Tests unterziehen. Er wird sich nicht die Zeit dafür nehmen, die Situation ist einfach zu kritisch. Er muss sich auf die Gala vorbereiten und um all die Dummheiten wieder gerade zu biegen, die Martin in seinem Namen von sich gibt. Es wird nicht im geringsten Rücksicht auf seine eigenen Bedürfnisse nehmen und ich fürchte, dass wir uns teuer zu stehen kommen. Es sind nur Spekulationen, aber ich glaube, die Zeit und meine Anomalien sind daran schuld, dass es ihm so schnell schlechter geht. Im Nullzustand wird seine Wellenfunktion durch die überhöhte Chronenenergie in seinem Körper zum Erliegen gebracht. Vor dem Vorfall an der Uni, vor dem Riss, war seine Krankheit fortschreitend, aber kontrollierbar. Ohne die Anomalien konnten sie in Schach gehalten werden. Nun verschlechtert sich sein Zustand zusehends und ich mache mir Sorgen, dass seine Chrononose bald einen kritischen Punkt erreicht. Wir haben immer gewusst, dass es dazu kommen kann, aber all unsere Prognosen gingen von Jahren aus. Genug Zeit, um eine Heilmethode zu finden. Oder zumindest eine Möglichkeit, dem Fortschreiten der Krankheit Einhalt zu gebieten. Das bedeutet, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Paul in naher Zukunft von seiner Krankheit dahingerafft wird. Und wenn er sich tatsächlich in einen Shifter verwandelt, weiß ich einfach nicht, was ich tun soll. Wir konnten Dr. Kim nicht helfen und ich habe keine Ahnung, wie wir Paul helfen könnten. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Medikamente funktionieren noch, aber sie fordern ihren Tribut. Ihre Wirkung hat stark nachgelassen. Ich mache mir Sorgen, dass wir einen Punkt erreichen, an dem er sie so häufig einnehmen muss, dass die Nebenwirkungen schlimmer werden als die Krankheit selbst. Aber ich sehe einfach keine andere Möglichkeit.
Er wird sich keine Pause gönnen. Er besteht darauf, sich um alles selbst zu kümmern. Ich weiß, dass ihn die Abhängigkeit von seinen Medikamenten demoralisiert. Er sieht es als eine Schwäche an. Ich befürchte, dass ich ihn verlieren werde. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.